Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Lieber Kollege Weske, bei allen guten Wünschen für Ihr neues Lebensjahr muss ich Ihnen sagen, lesen Sie ab und zu mal Zeitungen, dann hätten Sie im Juli letztes Jahr, wenn Sie schon hier nicht im Plenum waren, lesen können, was der Finanzminister des Landes fordert. Sie hätten es des Weiteren im Februar lesen können, und zwar in Handelsblatt, der Westen, Rheinische Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Unverlautbarung der dpa. Das sollte vielleicht jetzt mal als Zitatgrundlage dienen, ausreichend dienen. 9 von 10 Sachverständigen haben sich in der Anhörung zu unserem Antrag bzw. zum Antrag der FDP gegen jegliche Barzahlungsobergrenzen ausgesprochen. Es kam ganz deutlich heraus, dass Barzahlungsobergrenzen stellen keinen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung dar. Sie bedeuten keine Eindämmung von Schwarzzahlungen und sie bedeuten vor allen Dingen auch keine Eindämmung von Geldwäsche. Die Mechanismen, um all das zu bekämpfen, sind vorhanden. Wir stellen allerdings an allen Ecken und Enden in dem Bereich effektiv Vollzugsdefizite, auch im Lande Nordrhein-Westfalen, fest. Und Bargeldobergrenze wäre auch der schleichende Einstieg in die totale Überwachung des Konsumverhaltens der Menschen. Auch das hat die Anhörung mehr als eindeutig ergeben. Dies lehnen wir von Seiten der Piratenfraktion eindeutig und unmissverständlich ab. Unter Aushebelung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, der Kollege Abel hat dazu auch eben Ausführungen gemacht, hier von einer Bargeldobergrenze zu sprechen und damit auch einzuläuten, eine schleichende Abschaffung des Bargelds, stellt vor allen Dingen auch kein Szenario irgendwelcher Verschwörungstheoretiker dar, sondern es ist bereits innerhalb des europäischen Raums durchaus an der Tagesordnung. Schauen wir einfach nur nach Schweden. Es ist also auch kein Schreckensszenario, welches uns unbekannt sein müsste, wenn man mal die Veröffentlichungen zu diesem Bereich liest. Wagen wir also diesen Blick nach Schweden und stellen dort fest, dass Bargeld praktisch abgeschafft ist. Und es hat bereits zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt. Es gibt bald keine öffentliche Toilette in Schweden, ohne dass mit der Kreditkarte bezahlt werden müsste. Naja, ich weiß nicht, ob das die Zukunft Nordrhein-Westfalens oder ob das die Zukunft Deutschlands sein dürfte. Anfang davon war auch in Schweden eine Einführung einer Bargeldobergrenze. Und wer steckt dahinter? Ein Bankenkonsortium und Notenbanker sowie Finanzminister, die eine Konzentration auf Investmentgeschäfte vollführen, Bank- und bzw. Kreditkarten monopolisieren, systematisch, und wo sie natürlich auf die Kostenbremse gerade im Personalbereich drücken, schaut man einfach auch nur mal auf den Filialabbau deutscher Banken und Sparkassen innerhalb Deutschlands. Ende Juni des Jahres hat der mitgliederstarke schwedische Pensionärsverband PRO Verbraucherminister Per Bolund eine fast 140.000 Unterschriften zählende Protestnote mit dem Titel Kontanter behövs übergeben, übersetzt Bargeld wird gebraucht. Wenn man das auf deutsche Verhältnisse überträgt, sind das so viele, als wenn bei uns gut 1 Million Menschen ihre Forderung zum Ausdruck bringen, das Bargeldobergrenzen abzuschaffen bzw. nicht einzuführen sind. Und vor bereits gut 1 Jahr hat ausgerechnet der ehemalige Reichspolizeichef und Ex-Regierungspräsident Björn Eriksson in Schweden die Initiative Kontant Upproret begründet, wörtlich übersetzt der Bargeldaufstand. Das alles wollen wir nicht, und deswegen lehnen wir die Bargeldobergrenzeneinführung in Deutschland ab. Nicht zuletzt sind zu erwähnen die Folgen, wie sie auch schon hier angedeutet wurden, des Datenschutzes. Denn bei jeder bargeldlosen Bezahlung werden zwangsläufig die Zahlungsbewegungen registriert. Sie werden registriert, sie werden gespeichert, und somit ist es für den Bürger nicht mehr möglich, spurlos, anonym, analysefrei einzukaufen. Wollen wir das? Ich sage nein. Professor Max Otte hat in der Anhörung dazu unter anderem auch ausgeführt, die Obergrenzen seien aus seiner Sicht fast so effektiv wie ein Bargeldverbot selber. Wir haben jetzt schon seit Jahren im Prinzip die Meldepflicht aller Transaktionen über 10.000 Euro. Damit ist die Überwachung eigentlich schon sehr, sehr weit gediehen. Während den Anfängen der schleichenden Abschaffung des Bargelds und einer weiteren Verstetigung von Überwachungsmechanismen in unserem Land. Eine weitere Reduzierung dieser Grenze trägt dann letztlich nur noch dazu bei, die Verfügung mündiger Bürger über ihr Eigentum einzuschränken. Eine Einschätzung, die praktisch alle Sachverständigen ebenfalls in der Anhörung geteilt haben.
Und jetzt noch einmal ganz kurz zu den Grünen. Die Redezeit. Danke, Frau Präsidentin. Ich komme zum Schluss. Sie haben, Herr Kollege Abel, mit der Landtagsfraktion praktisch dieselbe Position verabschiedet, wie sie hier im Antrag vertreten ist. Das haben Sie auch ausgeführt. Ich glaube nicht, dass es zum Koalitionsbruch führen würde, würden Sie diesem Antrag tatsächlich einmal zustimmen. Und ich sage Ihnen noch eins. Der 500-Euro-Schein verschwindet demnächst. Und ich halte hier mal einen 100-Euro-Schein, eine Kopie vor. Das wird das nächste Angriffsziel sein, nachdem dann der 200-Euro-Schein auch abgeschafft sein wird. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sollten alle überlegen, ob wir nicht konzertiert gegen diese Mechanismen vorgehen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Und für die